Die großen Unternehmen, die haben eigentlich gar nichts so groß mit uns zu tun. So, Hinak, zum Schluss nochmal das dritte Video, so ein paar Modelle aktuell. Herr Mühle, was war jetzt nochmal die SAR-Geschichte? Weil ich habe ja quasi auch eine SAR, ne? Genau, das ist dann später die Erasmus entstanden daraus. Die SARs entwickelt wurden mit der Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, DGZS, also Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Und die Kolleginnen und Kollegen kamen damals zu uns und haben auch gemeint, wir sind auf hoher See draußen bei Wellengang, wir haben harte Anforderungen und wir machen jedes Mal an der Reling unsere Ohren kaputt, gibt es da eine Möglichkeit? Und da hat man eine Uhr entwickelt und die nordischen Menschen... Ja, aber du kannst dem die nicht geben. Ne, die hat noch... Ich sag's gleich warum. Nicht schon wegen der Linette, ich sag's gleich wegen was anderes. Und der erste Entwurf wurde eigentlich gleich zusammengeknüllt in einen Papierkorb geworfen. Die sind ja sehr direkt, die Nordischen. Die haben gesagt, wir brauchen ganz andere Anforderungen. Deswegen sieht die Uhr so aus, wie sie aussieht, weil er hat gesagt, wir schlagen uns die Uhr kaputt. Gerade im Glasbereich, deswegen hat das 4 mm Saft. Genau, deswegen hat das die Uhr darf keine Kanten und Ecken haben, weil wenn wir seebrüchige, schiffbrüchige aus dem Wasser ziehen, können wir die mit der Uhr nicht verletzen. Da haben wir keine Klage. Hier ist Papa und Opa, hier sind sie alle, oder was? Genau, das sind alle. Und die Uhr hat am Band eine Sollbruchstelle, weil wenn der Seemann irgendwo mit seinem Arm hängen bleibt, also irgendwo durchgegriffen hat und kriegt die Uhr ab, soll eher die Uhr auf dem Grund des Meeres liegen als der Seemann. Ja? So ist die Uhr entstanden, oder sieht sie jetzt aus, weil sie diese Anforderungen entsprechen muss. Ja? Das ist so unser... Ist das jetzt aber auch geschichtlich, oder ist das aktuelle... Das ist aktuell. Und geschichtlich sind die drei sozusagen. Das ist der Ursprung. Ich denke, da bleibst du ja wieder hängen. Hinak, tschüss.